Ja Leute, was geht ab? Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wird es ein besonderes Video. Und zwar ist es ein Video mit dem, ihr habt es bestimmt schon im Titel gesehen, mit Frederik Rita, beziehungsweise Freddy Magic, Freddy, wie auch immer man ihn nennen darf. Und zwar machen wir zusammen ein Video. Alles weitere erkläre ich euch gleich auf jeden Fall. Es wird echt spannend und bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns gleich. Und zwar Leute, ganz einfach, Freddy und ich haben uns gedacht, komm, lass doch mal ein Video machen. Ganz chillig erstmal so. Und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt genau heute hier. Und zwar habe ich Freddy eine Challenge gestellt. Genauso hat er mir eine Challenge gestellt. Und die werde ich jetzt hier gucken, in dem Video lösen. Und ja, am Ende seht ihr natürlich auch, was dabei rausgekommen ist. Ich habe ihm eine Challenge gestellt, er mir. Welche Challenge ich ihm gestellt habe, könnt ihr auf jeden Fall bei ihm vorbeischauen. Auf seinem Kanal Frederik Rita ist er hier auf YouTube. Der hat zeitgleich mit mir ein Video hochgeladen. Genau, schaut es euch einmal mal an. So, wir schauen jetzt einmal gleich rein, was Freddy mir für eine Challenge gestellt hat. Erstmal auf jeden Fall Freddy abchecken. Auch mal auf Instagram Freddy Magic, auf YouTube Frederik Rita. Und einmal abchecken, der macht nice stuff, ist auch Zauberer. Ich habe den auch schon mal in dem Vlog hier oben, habe ich den auch schon mal live getroffen, da war der hier bei uns zu Besuch. Aber genau, wir legen einfach direkt los und schauen uns einfach mal seine Challenge an, die er uns gestellt hat. Ich kann schon mal vorweg sagen, das wird auch bei Freddy so sein, es geht um einen Trick ausdenken. Das heißt, man soll sich einen Trick ausdenken und genau, das auch hier vorführen. Aber so die Genre, wie auch immer. Das wird dann alles später noch bekannt gegeben. Kann es sein, dass meine AirPods alle sind? Naja, egal. Ich brauche jetzt keine AirPods. Jedenfalls, wir schauen jetzt einfach direkt mal ins Video rein. Ihr werdet es hier natürlich gleich auch sehen. Ihr seht einmal das Video. Ich gucke es mir auch nochmal an. Moin moin, ich bin's, euer Freddy. Und ich hatte die Aufgabe, mir für den guten Julian eine Challenge zu überlegen. Und ja, bevor wir starten, erstmal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, like doch gerne das Video und abonniert auf jeden Fall Julians Kanal. Es kommen immer wirklich super, super coole Videos und ihr verpasst auf jeden Fall wirklich super, super viel. Deshalb, falls ihr es noch nicht gemacht habt, einfach Video liken und abonnieren. Kostet euch nichts, aber unterstützt uns alle super, super krass. Und jetzt kommen wir zu der Challenge, die ich mir für den guten Julian überlegt habe. Ich habe mir dazu ja einfach ein paar Notizen drauf gemacht. Erstmal vorab, seine ganze Routine oder sein Act würde ich mir wünschen, wenn das Ganze nur mit Musik unterlegt wird. Also nicht irgendwie reden oder irgendwas, sondern einfach einen schönen Song oder verschiedene Songs einfach drunter und dann reicht mir das Ganze. Ansonsten kommen wir auch schon zu den Gegenständen, die du verwenden darfst. Da wäre einmal eine Münze oder mehrere Münzen, das ist mir egal. Damit kennst du dich ja super, super aus. Deshalb soll das eigentlich für dich kein Problem sein, denke ich mal. Also was ich mir auch wünschen würde, ist, dass du in irgendeiner Weise mit Feuer in deine ganze Show mit reinbringst. Weil ich immer sowas wertet, irgendwie die Tricks immer ein bisschen auf und das macht das Ganze auch irgendwie ein bisschen schöner. Deshalb das würde ich mir an der Stelle wünschen. Und ansonsten ein Gegenstand, mit dem du eigentlich nicht so viel zu tun hast, aber den ich trotzdem wünschen würde, dass du ihn mit einbrauchst, nämlich eine Karte oder ein Kartenspiel ist dir überlassen. Aber es muss jetzt in dem Fall keine Spielkarte sein wie von Kartenspiel. Es könnte auch eine Visitenkarte oder irgendwas anderes sein. Ich hoffe, das kriegst du hin. Ich weiß ja, dass du eigentlich nicht so viel mit Karten machst. Aber falls es nichts wird, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann pack einfach irgendeinen anderen Gegenstand rein. Aber ich würde mir wünschen, dass du vielleicht Gedanken dazu machst und vielleicht fällt dir auch was super Cooles ein, an was man jetzt im ersten Augenblick gar nicht gedacht hat. Ansonsten ist, sei dir frei überlassen, andere Gegenstände, sei es von mir aus ein Rubik's Cube oder irgendwas, worauf du noch Lust hast, mit in den Act einzubringen. Diese drei Gegenstände sind mal ein bisschen Pflicht so. Also die würde ich mir wirklich wünschen, wenn die drinnen wären. Und ansonsten wäre es das jetzt von mir. Ich hoffe, ihr seht jetzt gleich einen richtig, richtig coolen Act vom guten Julian. Ansonsten checkt doch auch gerne meine Challenge aus, wo mir Julian eine Aufgabe gegeben hat. Und am Ende könnt ihr natürlich sehr gerne bewerten, wer das Ganze, die Challenge besser umgesetzt hat und das einfach in die Kommentare schreiben. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Haut rein. Willst du mich gerade hops nehmen? Ich soll eine Karte mit einbringen. Eine Karte. Ist klar. Vorher natürlich auch noch. Ne? Na, kennt man. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Ich bin sichtlich überfordert, vor allem was mit Feuer angeht. aber wir kriegen das hin, Leute. Keine Sorge. Feuer wird auf jeden Fall drin sein.
Dazu wollte ich einmal gesagt haben, auf jeden Fall wird Feuer drin vorkommen. Ich bin jetzt nur ein bisschen überfordert und weiß nicht ganz, wie ich damit umgehen soll, weil Feuer und ich so alleine, ja. Ich will dazu echt nichts sagen. Keine Sorge, Feuer wird drin vorkommen, also keine Panik auf der Titanic. Ich weiß, dieser Spruch kam jetzt nicht an, aber das Schiff auch nicht. Ich musste das jetzt einfach bringen. Sorry, Leute. So, viel Spaß weiter mit dem Video. Autsch. Na gut. Wir werden jetzt einfach erstmal, ihr werdet jetzt sehen, wie ich vorgehe für die ganze Challenge. Und zwar mache ich mir jetzt erstmal ein paar Notizen zu der Challenge, was alles wichtige Kriterien drin sein müssen. Dann gucke ich ein bisschen, brainstorme ein bisschen, besorge mir zuerst erstmal die Requisiten. Genau. Ich gehe jetzt einmal in die App. Die App heißt übrigens GoodNotes. Da kann man halt so Notizen machen. Das ist eigentlich auch für die Schule, aber ich mache es einfach trotzdem hier. Quick Note. Und ich mache mir mal Notizen genau zu der Challenge von Freddy und werde die hoffentlich am Ende recht gut umsetzen. Ja, ich habe echt Angst. Okay. Genau, Leute, ich habe jetzt einfach erstmal notiert, das ist wichtig halt nur mit Musik. Und jetzt einmal die Requisiten, die ich dafür verwenden darf. Genau, das ist, wäre einmal Feuer, das muss drin sein. Feuer. Spielkarte. Mit der Karte hab ich gerade schon eine ganz gute Idee bekommen. Und auf jeden Fall Münzen. Genau, ich hole einmal alle Requisiten her, die ich dafür brauche. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So, da bin ich einmal wieder. Ich habe einmal eine Kerze geholt und ein Feuerzeug. Ich bin mit Feuerzeug echt wirklich nicht vertraut. Dann hole ich jetzt auf jeden Fall noch Münzen. Meine Münzen sind in dem Fall meiner Taufbox, weil Münzen, die sind mir heilig, ist halt so mein oberstes Requisit und meine Taufe ist mir auch heilig, deshalb dahingegen alles super. Dann gucke ich jetzt auf jeden Fall einmal. Feuer haben wir schon mal. Da ist alles geregelt. Eine Spielkarte. Ich werde auf jeden Fall eine kleine Story drauf aufbauen. Ich gucke mal. Schreibt der gut? Jo. Ich würde so die Karte so als meine EC-Karte verwenden. So, EC-Karte. Haben wir einmal hier. So, hier ist ganz viel Geld jetzt offiziell drauf. Genau, dann machen wir auf jeden Fall Münzen. Also wir haben hier, weil ich habe jetzt gerade nur eine Münze, aber es wäre schon gut, wenn man eine zweite hat und nicht nur eine. Ach, hier sind noch die anderen drin. Hier haben wir noch eine. Ja. Okay, ich habe auf jeden Fall eine Menge Auswahl. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe auf jeden Fall auch Shells dabei. Ich erkläre jetzt auch so ein bisschen, so, wie das jetzt hier ablaufen wird. So, das sind so die Münzen hier, die ich verwenden kann. Warte, das ist alles. Hier, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das festhalte. So. Naja, das ist das, was ich so verwenden kann. Genau. Dann überlege ich mir jetzt einfach mal ein bisschen was. Und ihr seht jetzt ein Timelapse, wie das Ganze ablaufen wird. Okay, ich stehe gerade wirklich ein bisschen auf dem Schlauch.
Ich weiß ungefähr, was ich machen möchte. Und zwar möchte ich auch so ein bisschen verwirklichen hier, das ist meine EC-Karte. Auf der EC-Karte lade ich Geld drauf. Am Anfang bin ich aber arm und habe nur in dem Fall halt, das ist kein Dollar, deshalb, ne. Ist das ein Dollar, warte? Oh, wobei, das ist nur ein Dollar, aber das ist halt nicht viel so. Und ich beginne halt immer mehr Geld auf meine EC-Karte zu laden und wirklich, jetzt kommt immer mehr dazu und am Ende bin ich reich, denke mir aber so, nee, Geld ist wirklich nicht alles und deshalb, ich sollte mich auf andere Sachen konzentrieren. Das ist so meine Sache. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht ganz, aber ich glaube, ich denke mir, ich verbrenne mein ganzes Geld am Ende. Und halt, weil Geld ist halt wirklich bei weitem nicht alles und deshalb jedenfalls überlege ich jetzt einfach mal weiter mit der EC-Karte. Okay, ich habe meine Information, ich habe meine Routine. Ich bin recht zufrieden mit der. Soweit. Ich werde jetzt einmal vorführen. Let's go. Okay, let's go.
Abschluss, Leute. Freddy, was sagst du übrigens dazu? Zum Abschluss können wir nochmal schönes Wachs trinken. Dann Spaß, wir werden immer die Kerze aufpusten. Aber ganz wichtig, ne, wenn man eine Kerze auspustet, stirbt ein Seefahrer. Also irgendwie müssen wir sie auspusten, aber wir machen es einfach. Schaut auf jeden Fall jetzt bei Freddy rein und checkt den Merch aus. Und wenn ihr im nächsten Video begrüßt werden dort, schreibt in die Kommentare. Also abonniert erstmal den Kanal, schreibt in die Kommentare. Ich habe abonniert. Wenn ihr schon längst abonniert habt, könnt ihr es natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ihr könnt trotzdem gegrüßt werden, kein Problem. Und dann gleich liken, kommentieren, abonnieren, Freddy abonnieren, mich abonnieren, liken bei Freddy. Sich das Video anschauen und dann ciao!